Da ist das Verfallsdatum nicht mehr wirksam. So. Mist. Ich lasse mich viel zu oft treffen. Ich will meine Erfahrung möglichst nicht verlieren. Okay. Ich werde mich jetzt mal kurz hochheilen. An Gegnern. Weil anders bleibt hier erstmal nicht übrig. So. Da ein bisschen HP. Und jetzt hier hoch und... Eins. Nein. Eins. Okay. Kommst du jetzt gleich nochmal hierher, bitte? Oh. Keine Ahnung, was das genau war, aber... Es ist auf jeden Fall nichts Schlechtes. So. Kommt her. Okay, dann halt noch nicht. Jetzt bei einer zweiten Runde, meine Fresse. So. Ich will mich voll heilen. Ach so, ich bin jetzt wahrscheinlich immun gewesen gegen alles. Deswegen wurde ich auch nicht getroffen. So. Ich habe ja noch meine Ring Boots, ja. Gut. Mein Red Potion meine ich. Sehr schön. Dann wollen wir mal. So. Item Ring Boots aktivieren. I used the Ring Boots. Aha. 26 Sekunden. Okay, hier ist kein offener Himmel, wie es scheint. Aha, hier ist es. Hoch. Höher, höher, höher. Ich habe nicht ewig Zeit. Ho, ho, ho. Ich werde dir erzählen... Ich werde dir sagen... Etwas über das Wasser der Quelle. Ups. Schlaf gefallen. Das Wasser war vergiftet. Das Gift ist inzwischen gegangen. So ist es Zeit, es aufzuwecken. Schau, etwas ist falsch. Ups. Aha. Auf jeden Fall ist die Quelle wieder an. Bekommen die Hol dir den Schlüssel von dem Guri in dem Tower. Der Fortress und suche die unentdeckte Fontäne. Aha. So. Yo, Power of Wing Boots ist gone. Ist mir schon klar. Na. Wir wollen doch mal schön unser Zeug holen. Gibt's hier jetzt was Neues? Nee. Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass da auf dem Podest irgendwas liegt, aber naja. Kommt nur her. Gib mir euer ganzes Gold. Mit dem Dolch wollen die gefährlicher. Mehr Brot. Yes. So. Das wäre geschafft. Und weiter geht's. Nach oben. Und zurück in die Stadt. Denn ich möchte jetzt Schlüssel haben. Ja.
Ich hätte gerne einen Q-Schlüssel. Ein Queen. So. Und mindestens einen J-Schlüssel. So. Was kostet meine Behandlung? 500 Gold. Das würde mir sowieso automatisch abziehen. Naja, gut. Immerhin habe ich jetzt wieder volle Magie. So, krieg ich schon inzwischen einen neuen Titel, oder? Ja, ich krieg wieder einen neuen Titel. Krieger. Dann speichere mir das, gib mir mal das Passwort. Ich weiß nicht, ob das auch speichert, aber vielleicht. So. Bin jetzt ein Krieger. Hahaha. Die Titel haben vollkommen nur was mit der Erfahrung zu tun, wenn ich mich recht entsinne. So. Als nächstes ist mein Ziel halt, diesen Turm da oben zu erkunden. Ich habe jetzt eine Red Potion, volle Energie, volle Magie. Und ja. Ich habe den Schlüssel, um wieder reinzukommen. Und diesmal weiß ich, dass da oben ist Gift. So. Bisher klappt es doch noch ganz gut. Oh Mann, hör auf, mich zu verarschen. Yay. Gebt mir all euer Brot. Sehr schön. Wunderbar. Nach oben. So, ein bisschen Brot auch noch schnell abstauben. So, mal schauen, was gibt's denn hier rechts? Mehr Gegner. War ja zu erwarten. Ach, übrigens, hab ich schon die Story erzählt? Ich glaube nicht. Also, jedenfalls die Story, die mir inzwischen gesagt wurde, wie sie ist. Und zwar ist es so, dass die Elfen und die Zwerge zusammengelebt haben. Aber dann kam irgendwann ein Meteorit und hat ein Monster in die Welt gebracht, was The Evil One genannt wird. Und das hat die Zwerge anscheinend in diese Monster verwandelt. So. Aha, da ist ein alter Mann, wo ich hin muss. Und Bienen. Oh, diese Bienen. Die finde ich ehrlich gesagt ziemlich nervig. Aber sie geben Geld und deswegen werde ich sie auf jeden Fall töten. So, hi. Das hast du gut gemacht. Du hast es gut gemacht, hierher zu kommen. Das ist die Quelle von Twank. You need Elixir to revive the spring. Ach so. Ich brauche Elixir, um die Quelle wiederzubeleben. Was wird deine Medizin geben? Komm zurück, wenn du Medizin hast. Okay. Die Medizin ist das da drüben, glaube ich. So. Demzufolge kann ich jetzt die Abkürzung hier nehmen. Gut, ich glaube, hier habe ich sogar noch ein Unbesiegbarkeitsfläschchen. Ist das wirklich Unbesiegbarkeit? Das ist Unbesiegbarkeit, das ist so geil. Einfach mal unbesiegbar gegenüber jedem Schaden. Mal sehen, wie lange das anhält. Ja, aber das, die Magie hat mich getroffen. Also es ist doch nicht jeglicher Schaden, es ist nur physischer Schaden wahrscheinlich. Ah, verpiss dich halt. Gut.
Weiter geht's. Preußen. Schon wieder. Item. Red Potion. Trinken wir mal die Red Potion. Weil manche Flaschen können nämlich, glaube ich, auch eine Potion sein. Und, tja. Die wollen ja gerade nur Gift sein. So, das hier ist wieder so eine Art Boss-Vieh. Auf jeden Fall gibt es eine Menge Kohle. Ah, das ist der nächste Boss. Jedenfalls laut Musik. Und das müsste das Elixier sein. Ein Holding-Elixier, ja. Holding Wing Boots. Oh, da werden auch nochmal Wing Boots bekommen. Oh mein Gott, wie fast tot bin ich denn? What the fuck? Scheiße. Oh oh. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh Mann, wo kann ich denn mal sicher sein? Gibt's hier irgendwo was, wo ich HP kriege? Weg, 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 weg! Nein, 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 nein! Oh, wow. Ich hab so eine Angst grad. Ich bin tot. Oh, ich hab das Elixier benutzt. Oh, gut. Das Elixier rettet also mein Leben. Oh, danke. Nochmal dem Tod entkommen. Oh, ja, ja. Das war jetzt echt knapp. Ich hatte jetzt echt schon total die Panik geschoben. Okay, also mit dem Elixier kann ich mich retten. So, und wenn ich es richtig verstanden habe, dann muss ich zu dem Typen hier gehen, um jetzt den Schlüssel zu bekommen. Benutze diesen Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Du wirst zu finden bei der ersten Quelle. So, das ist jetzt der Joker-Schlüssel. Nicht mehr Jack. Okay. Oh. Okay. Todesmagie ist einfach awesome. Trotzdem fehlt mir irgendwie noch eine ordentliche Quelle zum HP-Farmen. War hier nicht rechts? Ja, hier waren die Brote. So. Leicht verdientes Brot. Okay. Einmal schnell hochheilen sozusagen. Und dann machen wir das jetzt gleich mit dem Elixier nochmal. So. Wow. Ah, jetzt kenne ich mich wenigstens hier komplett aus. Das ist auch schon mal eine Menge wert. Absolut eine Menge wert. Und irgendwie heile ich mich gerade noch kaum. Ich muss das von unten angehen, damit ich wirklich was geheilt bekomme, glaube ich. Weil sonst werde ich immer wieder zu oft getroffen. So, einmal noch. Bam, bam, bam. Vielen Dank fürs Brot. Komm schon. Ich will eigentlich nicht... Danke. Oh, verdammt. Naja,
Naja, wenigstens ein bisschen kostenloses Geld sozusagen, weil das Brot heilt mich ja gleich wieder voll. So. Hep. Hep. Aha, ich kann die von der Entfernung killen. Sehr praktisch. Sehr schön. Und jetzt, komm,